Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy und ich möchte mir heute meine Haare kupfertönen. Und oh Lord, das war gar nicht so einfach, eine Farbe zu finden, die vegan und tierversuchsfrei ist. Ich wollte nämlich keine Intensivtönung haben, die irgendwie 12 Haarwäschen hält oder so, sondern ich wollte was haben, was so nach 4 bis 6 Wäschen vielleicht wieder weg ist. Wir werden es gleich genau sehen, wie es am Ende aussehen wird. Das werde ich euch übrigens auch im Video zeigen, wie lange das letztendlich überhaupt gehalten hat. Und das Produkt, für das ich mich letztendlich entschieden habe, ist ein Tönungsshampoo. Und zwar dieses hier. Das ist das DM Reel Tönungsshampoo in der Farbe 7.4 Kupfergold. Das soll bis zu 4 Haarwäschen halten. In der Vergangenheit, mittlerweile auch schon mehr als 10 Jahre her, hatte ich meine Haare sowohl kupferfarben als auch knallrot. Und ich hatte da einfach richtig Bock, das nochmal zu machen. Ich habe jetzt aber auf den richtigen Moment gewartet, denn wenn ihr vielleicht das Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich meine Haare vor kurzem erst abgeschnitten habe. Und das ist auch der Grund, warum ich sie mir nicht vorher getönt habe. Ich wollte nämlich in der Lage sein, meine Haare zu spenden. Und das wäre mit gefärbten oder getönten Haaren eben nicht möglich gewesen. Deswegen mache ich das jetzt erst. Auf der Packung steht drauf, dass man mittel- bis dunkelblond sein kann, um das Shampoo auszuprobieren. Ich würde mal behaupten, ich bin sowas zwischen ganz hellbraun und dunkelblond. Meine Tante, die ja Friseurin ist, sagt immer, ich bin straßenköterblond, also scheint ein Blondton zu sein. Vor allem im Sommer werde ich auch nochmal ein bisschen heller, insbesondere hier an den Strähnen. Da hat die Sonne nochmal einen guten Einfluss. Und ja, ohne zu färben ist natürlich auch immer so eine Frage, wie das dann am Ende aussehen wird, das Ergebnis. Falls ihr also überlegt habt, euch dieses Tönungsshampoo zum Beispiel zu kaufen, dann bleibt dran. Wir werden das jetzt auf meinen Kopf geben. Mein Vorherergebnis sieht übrigens so aus. Ich zeige es euch einmal draußen und einmal hier im Kunstlicht, damit man das dann auch mit den nächsten Aufnahmen am besten vergleichen kann. Ich werde euch nach jeder Haarwäsche updaten, wie es aussieht. Damit ihr am Ende des Videos auch wirklich wisst, wie lange es hält. Für dieses Tönungsshampoo müssen meine Haare nass sein. Deswegen werde ich jetzt gleich euch vielleicht mitnehmen. Mal gucken, inwieweit das möglich ist. Ich werde die über der Badewanne wahrscheinlich waschen damit. Das ist ja ein Shampoo. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit hoffentlich wunderschönen kupferfarbenen Haaren. Dadurch, dass das Ganze ja einfach ein Tönungsshampoo ist, kann man sich damit einfach die Haare waschen. Ich würde empfehlen, Handschuhe dafür zu benutzen, weil die Paste an sich schon sehr orange ist und ich glaube, es hätte ordentlich Flecken gegeben. Aber an und für sich sollte das ja eigentlich auch relativ schnell wieder von den Händen runter sein. Beim Einarbeiten in die Haare schäumt das auch auf wie so ein ganz normales Shampoo. Und ich habe einfach eine Packung in meine Haare eingearbeitet, so wie es auch empfohlen war, für kürzere Haare eine Packung, für längere Haare dann 2. Ich muss sagen, nach dem ersten Durchgang habe ich auf jeden Fall ein Ergebnis gesehen. Ich habe das genau die empfohlene Zeit, 15 Minuten, einwirken lassen. Aber das Problem, was ich hatte, ist, dass es an meinen Ansätzen viel kupferfarbener war als in meinen Spitzen. Ich hatte das Gefühl, in den Spitzen war überhaupt gar keine Farbe drin gelandet. Und das mag daran liegen, dass ich das Tönungsshampoo eben vom Ansatz aus in die Längen hinein verteilt habe. Ich hatte in weiser Voraussicht aber schon mehr Packungen gekauft, deswegen habe ich einfach noch eine zweite Runde eingelegt und diesmal dann auch wirklich 2 Packungen für meinen kompletten Kopf benutzt. Und habe dann auch eben angefangen, zum Teil in den Spitzen und da, wo ich eben gesehen habe, dass kaum Farbe gelandet ist. Und mit den 2 Packungen hat es auch viel besser funktioniert als nur mit der 1 Packung. Es hat weniger geschäumt, dadurch hatte ich das Gefühl, dass eben alle Bereiche so ein bisschen mehr wirklich Farbe abbekommen haben und nicht irgendwie diesen Shampoo-Anteil oder so. Und dadurch ist es dann auch irgendwo gleichmäßiger geworden. Das Ergebnis finde ich wirklich sehr schön, aber ich habe mir doch ein bisschen mehr Kupfer versprochen in den Haaren, zumindest, dass es auch unter Kunstlicht vielleicht sichtbar ist. Ich bin der Meinung, unter Kunstlicht sieht man kaum eine Veränderung. Das Einzige, wo ich dann wirklich was gesehen habe, ist im Sonnenlicht und im Kunstlicht die Reflexe des Haares. Aber so an sich, die Farbe hat sich irgendwie kaum geändert. Falls ihr also einen subtilen Effekt in euren Haaren wollt, wäre das vielleicht die richtige Variante für euch. Wie gesagt, im Sonnenlicht sieht man es dann doch ein bisschen mehr, aber im Kunstlicht wirkt es dann doch eben einfach nur rötlich-kupferfarben näher als vorher. Aber es ist eben kein krasses Ergebnis. An sich finde ich die Farbe aber wirklich schön, das muss ich dazu sagen. Dann zum Thema Rauswaschen. Laut Packung sollte sich das Ganze ja nach 4 Haarwäschen wieder erledigt haben. Und ich habe das jetzt mal so gemacht, damit ihr den Unterschied seht. Ich habe natürlich zum einen frisch getönt, einmal Aufnahmen gemacht, wie es aussah. Und dann nach jeder zweiten Haarwäsche, also nach der zweiten und nach der vierten. Und für euch auch nochmal den Langzeittest nach der 8. Haarwäsche. Das ist jetzt fairerweise auch schon fast einen Monat her, dass ich das gemacht habe. Von daher, ich wasche mir jetzt nicht 8-mal in einer Woche die Haare extra dafür.
Und was soll ich sagen, nach Wäsche Nummer 8 kann ich Ansätze erkennen. Meine Haare wachsen raus und die Tönung wächst raus. Ja, die Frage ist jetzt, woran liegt das? Nach 4 Wäschen war sie bei mir also definitiv nicht raus. Mag auch daran liegen, dass ich ja 2-mal getönt habe. Meine Haare sind auch generell so ein bisschen magnetisch sozusagen, was rote Pigmente angeht, die waschen sich bei meinen Haaren sowieso nie komplett raus. Dazu muss ich sagen, ich habe komplett unbehandelte Haare, nicht blondiert, nicht gefärbt, nicht gar nichts. Vorher war überhaupt nichts an diesen Haaren. Ich weiß also nicht, ob es bei jedem von euch ist, aber ich weiß, dass rote Pigmente generell so ein bisschen schwieriger rauszuwaschen sind. Ich hatte mir aber doch erhofft, dass bei mir keine Ansätze rauswachsen. Und ehrlich gesagt, im Gegensatz zu dem Getönten sehen sie jetzt fast grau aus, die Ansätze. Also ein bisschen komisch, aber gut. Ich hoffe übrigens, ihr seht hier im Vergleich so ein bisschen, wie sich das Ganze über die Haarwäsche entwickelt hat. Die Farbe ist definitiv schwächer geworden über die ganze Zeit, aber rausgewaschen hat sie sich auf jeden Fall nicht. Letztendlich würde ich diese Shampoo-Tönung nochmal benutzen. Wenn ich diesen Effekt haben möchte von nur kupferfarbenen Glanzeffekten auf meinen Haaren, würde ich das auf jeden Fall nochmal benutzen, ja. Aber ich würde diesmal eine Sache anders machen, und zwar würde ich mir von vornherein mehr Packungen auf die Haare drauf machen. Bei dieser fast schulterlangen Haarlänge würde ich also definitiv 2 bis 3 Packungen benutzen. Wenn ihr noch längere Haare habt als ich, solltet ihr überlegen, noch ein paar mehr zu nehmen. Ist die Frage, ob sich dann finanziell lohnt oder ob ihr einfach eine andere Packung nehmt oder Henna oder sowas in der Richtung. Weil ich fand es ja eigentlich ganz schön, dass die Dinger nur 95 Cent pro Packung kosten und trotzdem eben einen schönen Effekt geliefert haben. Aber wenn man dann im Endeffekt 4 oder 5 Packungen braucht, dann geht der finanzielle Aspekt dadurch irgendwie auch wieder verloren. Aber wenn ihr das zum ersten Mal macht, würde ich an eurer Stelle ein anderes Produkt benutzen, das nicht aufschäumt, weil man durch das Aufschäumen eben nicht mehr so gut kontrollieren kann, wo wie viel Pigmente hinkommen in den Haaren. Ich werde es auch wahrscheinlich beim nächsten Mal so machen, dadurch, dass ich sowieso einen krasseren Effekt haben möchte. Ich werde wahrscheinlich wieder mit Directions auf meine Haare drauf gehen. Das ist so ein Farbgel, riecht ein bisschen wie Knete, aber ist von der Konsistenz so ein Gel einfach. Und das schäumt definitiv nicht auf und macht ein gleichmäßigeres Ergebnis. Das kriege ich auch alleine hin, ohne dass da Flecken drauf sind oder so. Ist es auch nicht allzu teuer. Vielleicht ist das also eine Alternative für euch. Ich werde mal gucken, welche Directions-Farbe ich genau benutze. Vielleicht werdet ihr es in den nächsten Videos dann schon sehen und dann werde ich es euch auf jeden Fall in die Videos reinschreiben, falls euch das interessiert. Ansonsten hoffe ich sehr, dass euch mein Fazit zum Haare selber Kupfertönen mit der Shampoo-Tönung von DM gefallen hat. Falls ihr noch ein paar mehr Videos zum Thema Haare gucken wollt, verlinke ich euch mal hier oben meine ganze Haar-Playlist. Außerdem, falls ihr meinen Kanal weiterverfolgen wollt, jetzt, wenn es in den nächsten Monaten wieder mehr um Make-up geht, dann verlinke ich euch den mal hier unten rechts. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!